Ich glaube, ich habe auf dein Shirt gepisst. What's your biggest goal in life? To make my family happy, myself happy, and everyone else is happy, and have a peaceful world. You're so cute. Digga, das Wasser ist eiskalt, die steht da drin, als ob das so ein 40 Grad. Who like it? And I'm a cold boy. Ich muss nach Hause, Jungs, schönen Urlaub noch. Es wird Zeit für ein entspannendes Abendessen mit zwei reizenden Begleitungen. Ich werde euch die beiden reizenden Begleitungen gleich mal vorstellen. Das ist die, ich glaube, sie nennt sich, ich trinke mir heute richtig ein Rheinstraße. Meine allerjüngste Beste. Na? Na, du siehst mal wieder wundervoll aus. Also, gute Nacht. Viel Spaß euch. Ja, meine letzten Träume. Sag mal, Amar ist ein einnehmender Typ. Hör auf, sowas zu verbreiten. Und hier in Griechenland freuen wir uns natürlich über die klassischen griechischen Läden, wie zum Beispiel Güzel. Also Leute, ihr müsst euch überlegen, Amar will nicht, dass man seine Glatze anfasst. Nein, nicht weil meine er Glatze, hat die Angst. Katze. Digga, nicht meine Glatze. Oh. Ich dachte. Er ist so einnehmen, oder? Die Gruppe hat sich dazu entschieden, heute einen veganen Abend zu machen. Finde ich auch gut, dass sich hier jeder in der Gruppe dran hält. Und niemand jetzt irgendwie probiert, das ganze Thema irgendwie andererseits einzunehmen. Dein Name ist Helena. Boah, der brennt übel. Was ist dein Geräusch? Mal jemand einen Krankenwagen rufen. Okay, komm, wir spielen pro Versuch um 1 Euro. Um 1 Euro? Ja. Kein Einsatz. Abgehoben, Digga. An der Stelle muss man ganz klar sagen, liebe Leute, wir haben gerade probiert, ein Instagram-Foto zu machen. Ich habe einen Handstand auf den Port gemacht, Amar hat mich losgelassen und ich bin komplett auf Elena draufgebrettert. Braucht sie einen Kaffee? Krass. Amar, ich liebe dich. Du bist sehr, sehr einnehmend. Sag's mir nochmal. Amar, ich liebe Elena. Ey, kannst du hier nicht so rumschreien? Can we make some music like Love is in the Air? Yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. If you like Kenya Coladas. Now from the top, make it drop. That's a wet. Ja, jetzt mach ich was beiseite. Nico, wenn du wirklich an den Punkt angelangst, wo es dir halt wirklich scheiße geht und wo du halt wirklich hier auf der Couch liegst, so wie ich da vorne, wo ich zu dir meinte, früher morgen, ich habe Kopfschmerzen, mir geht's gar nicht mehr gut, dann schnapp dir eine Ibuprofen und trink dir richtig einen rein. Für Amar ist ein guter Abend, mindestens bis 10 Uhr feiern gehen. Amar fährt jedenfalls heute ab, wir fahren morgen ab, ich gehe noch zu meinen Eltern. Das ist es. Es wird mal wieder Zeit, sich von Andros zu melden. Aufgrund der finanziellen Lage im letzten Jahr ist es ja so ein bisschen problematisch gewesen, hier auch am Haus noch weitere Dinge zu erledigen. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, dieser Steinbereich hier wurde neu gemacht. Also das, was ihr hier seht. Und jetzt wurde hier noch oben eine Pergola drauf gemacht. Ah, chillig, chillig, chillig. Das heißt also, dort hat man jetzt auch einen überdachten Bereich. Freut mich auch immer wieder, wenn man die Möglichkeit hat, so, ich glaube, das kennt jeder von euch, wenn man einfach die Möglichkeit hat, seinen Eltern so ein bisschen was zurückzugeben. Ich möchte mich wirklich mal dafür bedanken, für den ganzen Big Barber Support, auch unter den letzten Videos, weil es ist einfach immer wieder, muss man sich vor Augen rufen, nicht selbstverständlich, dass man sowas machen kann, einfach mal einen Monat in die zweite Heimat gehen. Okay Leute, ich hoffe, euch haben die Vlogs von dort gefallen, es wird jede Menge Scheiß-Content natürlich von hier weiterhin geben. In diesem Sinne, wie immer, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schaltet den Daumen jetzt nach oben hin und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, liebe Leute, dann lasst mir bitte auf keinen Fall ein Abo da, in diesem Sinne. Let's go.